Not in New Orleans, some people living their life in bottles. Granddaddy had the golden flashback, no bigger day in Chicago. Some people like the way it feels, some people want to kill their sorrows. So Leute, da sind wir schon wieder und wir gehen sofort raus. Herausfahren. Und wir gehen mal gleich wieder. So läuft das ab bei uns. Ich muss noch was trinken. Aber ist nur noch rausgefahren. So, meine Eltern habe ich jetzt auch zurückgerufen, was da los war. Die wollten bloß was wissen, was ich damals bei der Musikschule hatte und ob ich das jetzt habe und suche und alles mögliche. Ist aber jetzt auch egal, es hat nichts mit dem Spiel zu tun. Was für ein Spiel, das ist Real Life hier. So. So, Maga erstmal. Wenn dann können wir nämlich zwei Runden maximal durchfahren und kommen dann wieder bei unserem Plan raus. 1,30 haben wir jetzt. Ich glaube, ich werde immer besser. Ich spiele das schon so lange jetzt hier. Das ist einfach nur verrückt und macht Spaß. Ich werde dann später den Livestream mal probieren, ob das funktioniert. Oder vielleicht am Wochenende mal ein bisschen streamen kann. Morgen werde ich mein PC aufräumen, das wollte ich heute machen, aber da war leider keine Zeit mehr. So. Da ist schon ein Haufen auf der Strecke. Aber nämlich schon mal eine Zeit bevor was passiert. Wie fahren wir die jetzt durch? Ja, mag sein, wenn wir dann nochmal rausfliegen oder sowas, dann haben wir jetzt jedenfalls schon eine Rundenzeit, vielleicht auch nicht eine super Zeit. Peter sagt das sogar noch. Wir sind auf P5 gefallen. P5 im Grid. Und runter, runter, runter schalten. Pets. Louis ist Spitzenreiter, Platz 1.
komm Ferrari, ich will dich vorlassen. Ich will den Ferrari nicht hinter mir haben. So. Das Ding steht ja schon wieder. Ja, weil ich jetzt so Sprit sparen fahre. So, jetzt. What the fuck, das macht einen Unterschied. Und verkackt. Boxenstopp. Okay, wir können dich diese Runde reinholen. Falls du nicht auf Platz 10 oder besser fährst, startest du nicht im Shootout. Also gib alles. Ui. Ja, dann muss ich mich beeilen. Wenn ihr eine Haarbrille oder sowas hat, dann ist das scheiße. Ziehen ist leicht leer und fuck drauf. Kann jetzt eh rein. Ich bin so schlecht jetzt geworden. Na, Mäuschen, was hast du entdeckt? Ah, ein 6er Mass. Ein 6i. Gucken wir mal kurz. Ich will eigentlich nichts ändern. Eigentlich will ich nur tanken. Wie lange haben wir noch? 6 Minuten. Gut. Fertig. Na, jetzt bekomme ich eine Nachricht. Nice. Gut. Madam? Ich bin auf das Rennen sowas von gespannt. Wenn ich das sage. Wagen vor mir. Parma liegt vor dir. Deine beste Rundenzeit beträgt 1,34,1. Statusbericht. Tut uns leid, aber diese Informationen können wir dir gerade nicht geben. Status Saison. Mal, wo wir hin müssen, 1,30.
sich derzeit auf P2. Scheiße! Runter, runter, runter auf Mager. Du hast dich verschlechtert. Du bist derzeit auf P15. Ich komme nicht mehr ins nächste Quali. Die Sache war bestimmt, die hatten vorhin softe Reifen, nicht ultrasoft. Deswegen waren sie so schlecht. So. Eine Runde. Werden wir bestimmt noch fahren können. Nicht wegen der Zeit, aber wegen dem Benzin. Also, wenn wir jetzt einmal verkacken, sind wir am Arsch. Ich frage mich, warum die erste Runde so richtig, richtig gut war. Ich verkacke immer in einer Kurve. Das ist ja Trick. Wir verkacken an einer verdammten Fickkurve. Ja, Reifen. Verbrauch jetzt noch erhöhen. So. Geil, Leck gehabt. Der Leck hat mir wirklich fast geholfen schon. Komm, Platz 5!
Ja! Oh, fuck. Hab ich hier nochmal rausgeholt. Oh. Ey, wir waren zuerst hinten Platz 15 gewesen. Also. Oh, hier habe ich 2 Sekunden habe ich aufgeholt. Ja, nice. Oh, Leute. Ich würde mal sagen, lass uns mal einen Daumen nach oben dafür, dass man jetzt noch einen 5. Platz erreicht hat. Wir gehen noch in das Qualifying Nummer 3 oder keine Ahnung. So, wir gucken mal kurz hier, will ich mal gucken. Ich habe wieder Bottas. Ich glaube, Bottas war auch letztes Mal. Ja, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Sagte meiner so. Ciao, ciao.